Was? Kann weitergehen? Gut. Nee, ich muss jetzt noch nicht viel machen. Dann sollte ich mir die Aufstellung überlegen. Ach so, Zeitspiel nehme ich raus und dann der Einsatz. Nun, Ja, da hast du gesagt, ich soll den 50%. zurückfahren, ne? Das ist, glaube ich, das Optimum, weil dann überlastest du deinen Spieler nicht. Das letzte Mal bei 100%, da sind sie ja fast umgekippt. Ja, okay, aber ich habe das ja so eingestellt, dass wenn sie müde sind nach dem Spiel, dann machen sie ja kein Training mehr, bis sie wieder frisch sind. Oder meinst du, das macht während dem Spiel auch schon große Probleme dann? Ja, das Problem hatten wir in der Halbzeit gehabt. Erinnerst du dich noch in letzter Halbzeit? Da stehen K.O. die halbe Mannschaft. Ja, stimmt, die waren schon im roten Bereich, ne? Ja, das ist zu viel. Da habe ich ganz Stimmt. klar gesagt, 50% Einsatz, da müssen wir mit hinkommen. Okay. So, was macht er, wenn ich jetzt sage Aufstellungsassistent? Nein. Okay. Ich habe jetzt nur immer bei den Freundschaftsspielen, mache ich immer so ein bisschen durcheinander. Ja. Muss ich sehen, ob ich jetzt hier so noch irgendwie was optimieren kann. Sekunde, ja, du kannst Kral austauschen Genau. gegen Kohli. Genau. Und ja, genau, das war es aber Das auch, war's dann glaube ich, soweit, schon. ne? Ja. Ja. Okay. Deine alte Blockverteidigung. Dann wäre damit eigentlich alles vorbereitet für das nächste Spiel. Richtig, genau. Ich habe mein Privatleben gemanagt. Gut. Weiter geht's. Dann gehen wir jetzt ins 3D-Spiel. Da würde ich gerne mit dem Heimtrikot spielen. Und dann gehen wir wieder in diese Highlight-Ansicht, ne? Damit du keinen Augenkrebs kriegst. Danke. Gut. Also wir sind die stärkere Mannschaft, so wie es aussieht. Ja, das ist schon mal gut. Habe vorhin gesehen, wir sind Stärke Platz 5, ne? Das war das auch. Also, das war, glaube ich, das, was ich gerade aus dem Augenwinkel irgendwo gesehen habe. Kann gut sein, ja. Das sind, was hier steht, sind, glaube ich, die Tabellenplätze, Ja, das ne? Tabellenplatz, ja. Genau. Dorfgüll. Ja, das klingt herrlich. Ah. Ach, worauf ich dich noch hinweisen wollte, du hast immer unser Stadion, hast du ja so auf wie viele Plätze gemacht? 3000 oder so? Genau. Das kann uns in 2 Jahren zu einem Problem führen. Das kann ich mir So. vorstellen, ja. Aber Dann, weil ja, in leider der Realität Absicht. halt auch nur ein normaler Sportplatz da ist, wie war das? Ich habe schon wieder vergessen. Wie war das? Oben und dann hast du Hier? da die Ach so, das Highlights, ist, man muss genau, nur richtig. diesen Punkt. Ach so, okay, das ist ja Genau, man einfach. muss nur diesen Button da ändern, Alles genau. klar, dann kann ich die Geschwindigkeit erhöhen. Ganz genau, Ja, richtig. Die okay. kannst du jetzt Genau, und dann zeigen die Highlights. aufputschen. Gut, so hatten wir das. Genau. Also ja, das Stadion hat dich so klein gemacht, weil die halt in der Realität nur einen Sportplatz haben. Ohne jegliche Tribünen. Soweit ich weiß Ja, also zumindest. zumindest die meisten unteren Vereine haben ja zumindest so kleine Tribüne sozusagen an der Hauptkette lang. Ja. So kenne ich das zumindest Also ich hier. bin da letztens mal an dem Sportplatz von denen vorbeigelaufen und ich habe nichts gesehen. Aber ich habe auch nicht so genau Ja, drauf das kann auch geachtet. gut sein, dass das mal auch nichts ist. Aber du musst halt auch hier bedenken, hier hast du auch tatsächlich ein paar Zuschauer. Oh, schönes Ding. Schade. Na, unsere erste gelbe Karte durften wir jetzt hier kassieren. Leon Ja. Steib. Und jetzt passiert irgendwas. Oh. 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 Oh, gut. Gut, wie ist deine Verzögerung? Nicht, dass ich dich spoiler, Ja, wenn ich hier was also wenn, kommentiere. ja, du kannst, also du spoilerst mich definitiv. Also so, gerade wenn der Ball ankommt, dann. Ja. Tada. Hey! Jetzt habe ich nicht gespoilert. 1-0. Gut gemacht. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn ich dich spoilere, oder? Nee, dann kann ich leben. Ich gucke Gut. sonst immer Videotext. Dann freue ich mich vorher schon. Jo. Und. Oh. Abgewehrt. Und, ja. Aber Verzögerung geht echt klar. Also ich habe kaum, vielleicht eine Sekunde oder höchstens zwei. Ja gut, beim Fußball ist es ja nicht wenig. Ja, klar. Da Aber gehen bei solche Formel Sachen 1 ist ja jetzt viel schlimmer. schneller. Ja, aber bis jetzt ganz solide. Genau. 1-0, komm nicht klar. Boah, Vor allem zweites Holzdieb. Spiel und... Oh, die haben eine rote Karte gekriegt, sehe ich gerade. Noch besser. Weil die Boah, so wir wenig müssen das auch in den mitgekriegt. Highlights auftauchen, aber egal. Zwei gelbe Karten für uns. Na, super, das ist schon das Ja. dritte. Jetzt haben wir drei gelbe Karten, dann kannst du gleich alles wechseln dafür.
Glückwunsch. So, Oh. Hammerl, dann machen wir was draus hier. Oh. Direkt auf den Torwart. Naja, fast direkt. Der musste schon sich schon strecken, aber gut. Okay, dann haben wir gleich Ja, toll, wenn Halbzeit. der Ball an Seiten ausfliegt. Ach, immer dieser Ja. Torhüter. Ja gut, das sind jetzt auch nicht die schwierigen Spielzüge. Ja, klar. So, die Ja gut. Frage, vielleicht könnte man gerade in der Kreisliga so ein bisschen Probleme mit hohen Bällen haben. Ach du, ja, ich habe damals die früheren Teile ja gespielt, ne? Und da konntest du ja dann selber deine Mannschaft steuern. Was glaubst du, wie viel in den Torhüter manchmal ausgerastet bin? So, So. Halbzeit. Okay, wer ist denn am Genau, kannst du müdesten? es. Ich würde nicht nach Müdigkeit auswechseln, ich Nach würde die einer Spieler gelben auswechseln, Karte, die eine ne? gelbe Karte haben. Ja, okay, das ist ein gutes Argument. Dann gehe ich mal danach. Jetzt bräuchte ich noch einen. Ja. Noch einen Mittelfeldspieler. Ja, wer hat's gesagt? Okay, können die Innenverteidiger denn Mittelfeld spielen? Der kann defensiv und der kann Innenverteidiger. Ja. Ja, dann musst du defensiv nehmen und dann musst du die Was weiter war hier zurückziehen. das? Das war der andere. Okay, das war Wähle. Oh, 21. Ja, du musst zurückziehen ins Defensive. Ich guck mal, ob hier noch jemand dabei ist. Nö. Natürlich nicht. Ja, dann zurückziehen, die beiden Zentralen zu defensiven Mittelfeldspielern machen. Naja, dann wird halt das ganze Spielsystem irgendwie auf den Kopf gestellt, ne? Ja, dann drücken die nur ein bisschen weiter auseinander. Ansonsten, wenn dir das zu blöd ist, dann stell den Wähler ins defensive Mittelfeld, rück den also vor Kral rein und dann wucht da dementsprechend dann vor Wähler. Na gut. Ich hoffe, die sind davon nicht verwirrt, von dieser Änderung. Du, also, So. du Ich hoffe, musst, das wenn geht es gut. knapp wird, auch mal ein Spielsystem ändern auf 4 oder 5 Stürmer. Auch schon alles mitgemacht. Jetzt sind wir auf den Außenbahnen noch dünner besetzt. Ja, gut, passiert. Dafür hast du einen Block. Jetzt ist da praktisch gar nichts mehr. Okay, ich gebe mal eine mutige Ansprache. Hast du eigentlich den Chat im Blick? Oder siehst du den hier Nein, nicht? nein, habe ich jetzt nicht, nee. Da wurde gerade geschrieben, Stammtisch is watching you. Ach Gott, Stammtisch, ja super, die Jungs sind dabei, alles klar. Ja, mein Stammtisch, der wartet noch auf mich. Aber das musste jetzt hier heute vorgezogen werden. Okay. Also jetzt kannst du auf deinen Zuschauer so, ich glaube, 4 oder 5 Leute kannst du wohl rausrechnen. Oh je. Alles klar. Dann schönen Gruß. So, Philipp schreibt, leider hat der Fußballmanager keinen Multiplayer, damit liegen sie also weiter zurück als zum Beispiel Footballmanager im Thema Multiplayer. Es gibt doch so einen. Man kann mit 4 Spielern gleichzeitig irgendwie spielen, aber ja, das Ja, ist irgendwie so ja. ein Hotseat-Modus oder sowas. Glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so ausgereift, Ja, da muss ich oh, ihm zustimmen. haha. Schön. Ich war ein bisschen abgelenkt, habe es Ja, jetzt gar nicht gut. so mitgekriegt. Ja, nee, ich habe schon tatsächlich drauf geschaut. Ja, schönes Ding. Kann man Ja. leben. 2-0. So kann es weitergehen. Ah. Äußerst einseitige Partie. Nichts entgegensetzen, Ergebnis könnte um einiges höher ausfallen. Und jetzt noch Oh. was, oder wie? Ah, oh, okay, ja. Ah, gut. Schade. Ja, gut, dass das Abseits war, das war ja ersichtlich. Boah, sind die Ballannahmen teilweise schlecht. Hey, 10 Meter fliegt der Ball weg vom Spieler. Bin gerade am Aua. Überlegen, ob man irgendwie die Namen einblenden kann. Das muss doch. Also jetzt sind sie eingeblendet. Vorhin waren sie nicht eingeblendet. Irgendeine Taste gedrückt? Nö. Fragezeichen. Keine Ahnung, Ansonsten okay. hilft nur Nummern auswendig lernen, meine Freunde. Und Vorausgesetzt, man sieht sie Position. auch. Ja, und Position auswendig lernen. Ja, okay. Dann muss ich aber die wirklich immer gleich aufstellen. Ja, Ui, das nö. kam Oh. überraschend. Ja, gut, okay, dann kann man. Jetzt sind wir tatsächlich. Oh Gott, ey, der Torhüter. Hilfe. Der Arme. Ja, ey, komm, Kreisliga. Oh Vielleicht liegt Gott. das daran, dass wir fit sind.
Vielleicht macht es einen Ja, Unterschied. gut. Ja, obwohl die Frische geht auch schon. Boah, da darf ich gar nicht hingucken, wie Oh, die wird rot das schon wieder hier rot, ist. stimmt. Ja. Ja, gut, aber okay, wir sind jetzt auch bei wie viel Minute? 81. Ja, gut, da sind Ja, wir gut. dann schon mal außer Puste. Die nächsten Tage dürfen sie sich dann wieder ausruhen. Was ein Kommentar, einen hohen Sieg für den SV Dorf Gühl wird es hier nicht mehr geben. Ja, sag bloß. Davon gehe ich aus, ja. Und jetzt noch Oh. sowas, oder wie? Na, fast. Ah. Ja, gut, steht im Abseits, So, ja. okay, das war's. Sehr schön, ich bin Gut. zufrieden. Ja, gut, Platzverweis, da war die Sache auch eigentlich schon gegessen, muss man auch so Ja, sagen. gut. Kommt aber auch drauf an, welche Position, ne? Ja, Stürmer halt, ne? Wenn wir das 1-0 dann schießen, dann gibt es da nicht mehr viel zu holen für die. Ist einfach so. War bei der Eintracht Sehr letztens auch so, schön. ne? Gegen Mainz. Der Stürmer von Mainz hat eine rote Karte gekriegt und dann ging gar nichts mehr. Okay. Ich glaube, wir können das überspringen. Also ich überspringe das Genau. jedenfalls eigentlich immer. Ja. Die größte Enttäuschung diese Woche, RB Leipzig. Da Oh kannst du ja, fast die die haben Tränen 3 zu ausbrechen. 0, ne? Ja, genau. 3 zu 0 gegen Bayern 3-0 verloren. verloren. Ja. Kannst du Tränen ausbrechen, ey. Naja, Wie andererseits ist gewinnen es die ein Penner schon Aufsteiger, wieder? ne? Ja. Aufsteiger gegen den Rekordmeister. Hast du den Kader mal gesehen, den die haben? Also, der Kader ist zumindest Europa League reif. Und man kann ja die Hoffnung haben, dass man irgendwann die Bayern ärgert. Ja. Ja. War ja Naja, schön knapp. egal. Zumindest was den Punktstand angeht. So, jo. Das Ganze sprach erfolgreich. Läuft zwar. Du weißt, was du noch zu Okay. tun hast. Ich habe noch was zu tun. Ach so, nee, Moment, was habe ich zu tun? Hier habe ich nichts zu tun. Meinst du, was meinst du? Die Mails löschen. Ach so, du willst ihm. Ja, okay. Schön. Also, ey, sollte ich mal direkt mal neben dir sitzen? Also, dann besorge ich echt so einen Stock, mit dem ich dich dann immer anstoße. So. Ja, wahrscheinlich. Aber andererseits stelle ich mir auch die Frage, was so schlimm darin ist, dass da so viele Mails offen sind. Das stört mich einfach. Das ist so, als ob du 10 Millionen Blätter Papier auf deinem Schreibtisch liegen hast. So, die sind zwar alle durchgesehen und durchgearbeitet, aber du hast sie da stehen. Musst du aufregen. Ich bin ein bisschen penibel. Sag mal, was ist eigentlich dieses doppelte Gebäude da? Das doppelte Gebäude. Beziehungsweise, ja, gleich wenn du wieder im Menü bist, Okay. also wieder an deinem Arbeitsplatz bist, da hast du ja unten diese Auswahlliste, die unten die Skala. Und jetzt da ganz Skala. unten, da hast du jetzt da eine rote 3 stehen und daneben ist eine gelbe 1. Ach so, Rechts. Was ist Infrastruktur. das? Ist einfach nur das Beschwerden öffentliche Infrastrukturmenü. Kapazitäten. Ja, nee, komm. Komm, vergiss es. Weiter. Naja. Okay. Ich Aber spiele wieder eins muss ich mir Golf. erklären. Wo sollen Ja. wir nachher das Geld herkriegen, um das Stadion zu erweitern? Vielleicht werden wir Nationaltrainer. Wobei ich jetzt tatsächlich auch sagen muss, wollte ich nur erzählen, als Nationaltrainer in Nordamerika hast du ein extrem leichtes Leben. Du spielst nur bei den Weltmeisterschaften mit, weil es die Qualifikation hier irgendwie dafür nicht richtig gibt. Ach so, ja, Also die stimmt. Chance Ja. rauszufliegen ist relativ gering. Im Spiel hier wird nur die Qualifikation in Europa simuliert. Der Rest, Genau, richtig. ja. Der Genau, und wird, als glaube ich, Kanada bist du gewürfelt dann oder so. automatisch dabei. Da kommen manchmal die merkwürdigsten Länder mit rein, zum Beispiel die Cookinseln oder sowas. Ja, genau. Okay. Aber das ist ein relativ gefahrloser Job, muss ich schon sagen. Also zumindest kann man bei der Qualifikation irgendwie nicht enttäuschen. Ach so, ich kann ja jetzt hier gar nichts einstellen. Stimmt, das kann ich erst nach dem Spiel machen. Nee. Das Muss vergesse ich ich immer wieder. erst kicken. Ja, will ich wieder was durchtauschen? Ja, könnte man eigentlich machen. Müsste das. Oder ich lasse sie da so stehen, damit sie mal mehrmals in der gleichen Startaufstellung Aufstellung spielen spielen. Ja. hätte Sinn. Ja, gut, dann lassen wir das mal so. Ich fahre den Einsatz zurück nach auf 0 und das Zeitspiel nehme ich rein. Muss ich auch mal vorstellen, also was Zeitspiel angeht. Also so, du führst 1-0 und dann so 10. Minute Zeit für Zeitspiel. Genau. Ja, man muss seine Kräfte eben schonen. Okay, dann gebe ich mal eine vorsichtige Ansage. So, und zum An die letzten Spiel kannst hatte du die Philipp Jugend. geschrieben, Kreisliga-Fußball, bei dem man nur noch die Hand vor den Kopf schlagen, was kann, wahrscheinlich, Ja, als Dorf genau, das Gühl-Fan. ist.
Ja, das ist echt grausam gewesen. Ja. Also, den Torhüter durftest du nicht zugucken. So, der kann ja auf beiden Seiten spielen, aber ich stelle ihn mal dahin. Okay, dann. Er kann dahin, er kann dahin. Dann. Also ich muss sagen, ich habe am liebsten in meinem Kader nur 18 Leute. Und wenn Haben was wir eigentlich. fehlt, dann hole ich die aus der Jugend oder sowas nach. Apropos, wenn was fehlt, haben wir eigentlich einen weiteren offensiven Mittelfeldspieler? Einen weiteren offensiven. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Es kann sein, dass das Ich fehlt. glaube, den haben wir nämlich vergessen. Da brauchen Das wir noch kann Ersatz. sein. So, dann lobe ich ihn und der ist so schlecht drauf im Vergleich zu den anderen. Und dann, ja, gut, die haben alle nicht so überragend gespielt. Und weiter geht's. Ja, dann müssen wir da eventuell nochmal zuschlagen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so Ja, genau. jetzt ist die Liste gerade eh dicht. Oh, Oh, ein Gegentor. Gegentor. Aber Ach, 6:1. dafür kann man mit der Torausbeute legen, erleben. Das ist ja schon fast Na. brasilianisch. Na, na, na. Die Armen weinen doch immer noch. Ach ja. Ja, Jahrhundertpleite, oder wie auch immer sie es nennen mittlerweile. Wie war das? Das hat sich in Brasilien so eingebürgert. Wenn sie fluchen, dann sagen sie einfach Tor für Deutschland. War nicht so von gehört, aber auch eine interessante Bezeichnung. Also hab ich im Internet gelesen. Oder ja schon. Stopp, 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 stopp. Bum 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja. Boom.